Es gibt familienfreundliche Videospiele und dann gibt es, nun ja, diese Spiele. Aber welcher dieser schlüpfrigen und gewagten Titel wurde in Deutschland komplett verboten? Und was hat dieses cartoonhafte Roguelike mit biblischem Kindermord zu tun? Kontroversen sind in der Grand Theft Auto-Reihe nicht fremd, wie zum Beispiel die Hot Coffee Mod von Grand Theft Auto San Andreas, die es Spielern ermöglichte, die Dateien des Spiels zu verändern, um eine versteckte Sexszene freizuschalten. Zwar kostete dieses Quellcode-Chaos Rockstar Games und die Muttergesellschaft Take-Two Millionen von Dollar, um Klagen beizulegen und die Originalversion des Spiels zurückzurufen, aber die GTA-Reihe ist immer noch keine, die man vor den Augen seiner Eltern spielen sollte. Well, that's not very friendly, is it? Protect us. Im Jahr 2013 kehrte das Franchise für Grand Theft Auto 5 an den fiktiven Schauplatz San Andreas zurück und gewährte den Spielern über die drei Protagonisten, zwischen denen man während des Spiels wechselt, einen tieferen Einblick in die Unterwelt der legendären Stadt voller Verbrechen, Sex und Drogen. In einem besonders gewalttätigen Szenario foltert der Spieler einen anderen Charakter durch das Ziehen von Zähnen, Waterboarding und einige andere fiese Methoden, die wir hier nicht erwähnen können. Neben dem traditionellen missionsbasierten Story-Modus, in dem es darum geht, Verbrechen zu begehen und den Behörden aus dem Weg zu gehen, bietet der Online-Multiplayer-Modus eine Reihe von gewalttätigen Optionen für Solo-Missionen oder kooperative und Deathmatch-Teamspiele. Instead of enriching a child's mind, these games teach a child to enjoy inflicting torture. Mortal Kombat gibt es seit über 25 Jahren und war noch nie das familienfreundlichste Spiel, aber ein bisschen 16-Bit-Blut hat noch niemanden geschadet. Kano wins. Flawless victory. Fatality. In den 90er Jahren schimpften die Eltern über das Blut und die blutigen Szenen, aber das Spiel war in den Spielhallen sicher untergebracht. Als es drohte, über die zuvor familienfreundlichen Anbieter wie Sega und Nintendo auch in die Haushalte einzudringen, war die moralische Panik groß. Der Kongress schaltete sich ein und Mortal Kombat mit all seinen Eingeweiden und seiner Herrlichkeit kann heute als eines der Spiele bezeichnet werden, die das Entertainment Software Rating Board ins Leben gerufen haben. Cold-blooded murder is making Mortal Kombat the most popular video game in history. Im Laufe der Zeit wurden in Mortal Kombat nur noch die einfallsreichsten Todesdelikte verwendet, die die Serie zu einer umstrittenen Serie machten, die jetzt, da sie eindeutig als erwachsener Titel gekennzeichnet war, sicher unzensiert war. Je besser die Grafik wurde, desto grafischer wurde Mortal Kombat. Vom Abreißen des eigenen Kopfes bis zum vertikalen Zerschneiden in zwei Hälften. Es fühlt sich nicht gut an, in Mortal Kombat der Verlierer zu sein. Mortal Kombat X brachte die Dinge auf eine ganz neue Ebene und gab den Spielern einen Einblick in die Blutspuren, indem es brechende Knochen und gehäutete Haut zeigte. Und Mortal Kombat 11 setzte die Tradition fort, den grafischen und nicht zu elternfreundlichen Einsatz zu erhöhen. Überraschenderweise war Grand Theft Auto 5 nicht das elternfeindlichste Spiel des Jahres 2013. Dieser Titel geht eigentlich an Saints Row 4, ein Open-World-Action-Abenteuer von Volition. Vor diesem Spiel wart ihr nur der Anführer der Third Street Saints. In 4 seid ihr der Präsident der Vereinigten Staaten, habt Superkräfte und es liegt an euch und eurer Gang, die außerirdische Invasion abzuwehren, die die Welt zu vernichten droht. Saints Row 4 bietet die überdrehte Satire, die die Spieler von der Serie erwarten, mit einer gehörigen Portion Gewalt, Sex, Drogen und anderen nicht jugendfreien Inhalten. Hey Kinsey, you wanna f***? Let's go. Es gibt jede Menge Schimpfwörter und eimerweise Blut, aber Saints Row 4 hört damit nicht auf. Dieses Spiel enthält auch einige kreativ verschwommene Nacktszenen und sogar eine Alien-Analsondenwaffe. Ja, wirklich. In allen Ländern außer Australien könnt ihr mit diesem Pooper-Shooter Feinde oder Zivilisten von hinten angreifen und in die Luft schleudern. Die Spielaufsichtsbehörden in Down Under waren jedoch der Meinung, dass Saints Row 4 zu weit gegangen war und verweigerten dem Spiel eine Wertung. Daraufhin musste Volition das Spiel zensieren, sodass die australische Version nicht mit den internationalen Kooperationsmodi kompatibel war. Jede Version ist jedoch nicht mit dem peinlichen Moment kompatibel, wenn deine Eltern ins Zimmer kommen. Wie Saints Row 4 hatte auch das Survival-Horror-Videospiel Silent Hill Homecoming bei seiner Erstveröffentlichung einige Probleme mit den australischen Behörden. Im Mittelpunkt von Homecoming steht die Geschichte des ehemaligen Soldaten Alex Shepard, der zurückkehrt und seine Heimatstadt nicht wiedererkennt und seine geliebten jüngeren Brüder vermisst. Josh, is that you? Josh, where are you going? Als er das Verschwinden seines Bruders und die schattenhafte Sekte, die dafür verantwortlich sein könnte, untersucht, werden die Dinge ziemlich beängstigend. Und sehr anschaulich in einer Eltern werden es nicht verstehen Art und Weise. Forgive me. Ah!
Silent Hill Homecoming bietet den Spielern den ganzen Schrecken eines Blockbuster-Horrorfilms. Blut, Blutvergießen, zerstückelnde Leichen, Enthauptungen und sogar Folter. Die australische Zulassungsbehörde forderte die Entwickler von Double Helix Games auf, mit diesem Unsinn aufzuhören, wenn sie das Spiel dort verkaufen wollten. Und die Entwickler kamen dem pflichtbewusst nach und zensierten einige Teile, um eine MA-15-Plus-Einstufung zu erhalten. Doch selbst die Zensur reichte der deutschen Einstufungsbehörde nicht aus. Sie ordnete an, dass alle importierten Exemplare des Spiels beschlagnahmt und zerstört werden. Das Horror-Survival-Spiel Manhunt von Rockstar Games aus dem Jahr 2003 war für seinen extremen Gewalt- und Grausamkeitsgrad bekannt und löste weltweit Kontroversen aus. Diese Kontroverse erreichte ihren Höhepunkt, als Manhunt mit einem Mord im Vereinigten Königreich in Verbindung gebracht, in Australien verboten und in Deutschland von den Behörden beschlagnahmt wurde. Aber wenn dieses grausame Spiel schon schlecht war, dann ist seine Fortsetzung Manhunt 2 von 2007 noch schlimmer. In Manhunt 2 spielt ihr einen von zwei Charakteren. Den mit dem Gedächtnisschwund behafteten geisteskranken Daniel Lamb oder den psychopathischen Attentäter Leo Casper. Das Spiel wurde von der ISRB zunächst mit der seltenen Einstufung Adults Only versehen, was ein Verkaufsverbot in den USA zur Folge gehabt hätte. Um die Veröffentlichung von Manhunt 2 zu ermöglichen, musste Rockstar einige grausame Details abschwächen, indem der Bildschirm während der Hinrichtung unscharf wurde und das ursprüngliche Punktesystem des Spiels entfernt wurde, mit dem man für besonders grausame und brutale Morde belohnt wurde. Trotz der Zensur erhielt Manhunt 2 immer noch die Einstufung Mature und einige Spiele halten es für das grausamste Spiel aller Zeiten. Wenn ihr eure Eltern nicht lebenslang traumatisieren wollt, solltet ihr dieses Spiel erst spielen, wenn sie längst im Bett sind. Normalerweise macht es Spaß, sich bei einem Spiel zu erschrecken. Five Nights at Freddy's zu spielen beinhaltet eine Reihe von Schreckensmomenten, die sich in Gelächter auflösen können. Slender könnte mit einer Gruppe von Freunden, die aufmerksam auf den Bildschirm schauen, Spaß machen. Das Remake von Resident Evil 2 hat unzählige Let's Plays und Memes hervorgebracht. P.T.? Nun, P.T. ist anders. Fragt einfach den König von YouTube, PewDiePie. PewDiePie? Oh! Selbst mit ein paar gut platzierten Jumpscares werdet ihr nach dem, was ihr in diesem verfluchten, endlosen Gang gesehen habt, wohl kaum einen Anflug von erleichtertem Lachen erleben. Das Spiel ist mit Sicherheit einer der beunruhigendsten psychologischen Horrortitel, die je gespielt wurden. Es nutzt sowohl Audio- als auch Bildmaterial, um den Spielern eine klaustrophobische, kleine, aber wahnsinnige Welt zu versetzen. Die Endlosschleife im Flur, das Radio mit den tragischen Nachrichten, die flackernden Lichter und die zerschlagenen Türen sollen den Spielern Angst und Schrecken versetzen und an seinem Verstand zehren. Und es funktioniert. Wenn ihr es schafft, den Gang immer und immer wieder hinunterzugehen, werdet ihr etwas vom Schlimmsten sehen, was Hideo Kojimas Geist zu bieten hat. Wie halbgeformte, blutige, schreiende Föten oder das verfaulte Gesicht einer ermordeten Frau oder ein anderer Fötus, der diesmal spricht. Oder kichernd. P.T. ist weder etwas für schwache Nerven, noch für diejenigen, die nicht von einem entstellten Sinkfötus heimgesucht werden wollen. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. The Binding of Isaac Rebirth begann 2011 als Flash-Spiel, das schnell großen Anklang fand und schließlich für Konsolen und PC veröffentlicht wurde. The Binding of Isaac Rebirth nimmt die biblische Geschichte von Isaac und gibt ihr eine äußerst düstere Wendung. Im Spiel wurde der junge Isaac von seiner geistesgestörten und missbrauchenden Mutter nackt ausgezogen und im Keller eingesperrt. Es macht sich auf, das Labyrinth der Gänge zu erkunden und findet einen Weg, ihren Fängen zu entkommen. Isaac! In den zufallsgenerierten Korridoren und Räumen von The Binding of Isaac wimmelt es nur so von Gegnern, die ein intensives und unterhaltsames Gameplay bieten, während sie dank der cartoonhaften Grafik nur wenig blutig sind. Allerdings könnten Eltern einige Inhalte des Spiels ziemlich kontrovers finden, wenn sie schließlich erkennen, dass der arme Isaac von seiner eigenen Mutter in diesen Keller gesteckt wurde und nur durch seine Tränen von den Monstern geschützt ist. Das größte Monster von allen ist natürlich Isaacs Mutter, die versucht ihn zu töten, als er sich ihr unweigerlich stellt. Ja, ihr wollt die alte Mama doch nicht auf dumme Gedanken bringen, oder? Ah, Hausparty! Jedes andere Let's Play scheint sich irgendwann dieser speziellen Party angeschlossen zu haben und wurde für seine Mühen gründlich verteufelt. So populär das Spiel auch wurde, es wollte eigentlich nicht mehr sein als eine sexuell aufgeladene Reihe von Abrufquests mit fragwürdiger Moral. Aber hey, das Spiel gibt den Spielern, was sie wirklich wollen. Wie die Möglichkeit, jederzeit ihre Hosen zu öffnen, um dann... Nun, wir werden es nicht aussprechen. Das Hauptziel des Spiels besteht darin, dass der Spieler eine oder mehrere der vielen weiblichen Teilnehmer, oder Frank, dazu überredet, nun ja, zu helfen. Dies geschieht größtenteils durch Erpressung, Bestechung und andere Formen völlig unmoralischer Tricks, während sich der Protagonist durch die Wünsche und Bedürfnisse der Partygirls navigiert, die von Natur aus flache Charaktere sind und deren Persönlichkeit kaum über mag Drogen oder vollbusig hinausgeht.
auch wenn Steven keine Skrupel hat, Mädchen mit Peitschenhieben zu traktieren oder Telefoncodes zu stehlen, so hat es doch ein Problem mit den beträchtlichen Sexszenen. Dies führte dazu, dass die Entwickler Eek Games einige Zensoren einbauten, damit das Spiel wieder auf Steam freigeschaltet wird. Und sie erklärten, Houseparty sei für eine bestimmte Gruppe von Leuten gewesen. Unabhängig davon, ob ein Spiel mit sexuellem Zwang im Kern ein Märtyrium für sich beanspruchen kann oder nicht, ist die neue Steam-freundliche Version immer noch genauso elternfeindlich wie ihre frühere Inkarnation.